Willkommen zu einem kleinen Video aus der Informatik. Heute werden wir lernen, wie eine Turing-Maschine funktioniert. In den 30er Jahren hat Alan Turing diese Turing-Maschine als mathematisches Modell aufgestellt und diese Turing-Maschine dient dazu, den Begriff Algorithmus zu definieren bzw. zu beweisen. Ein Algorithmus ist eine Problemlösung, eine genaue Vorgehensweise, wie man Schritt für Schritt ein gestelltes Problem lösen kann. Turing hat das für die Mathematik aufgestellt und er hat auch diese Maschine definiert, um allgemeine generische Probleme der Mathematik zu lösen. Generell gesehen ist diese Turing-Maschine ein mathematisches Modell, ist aber von ihm definiert worden als Modell, das man aber auch in die Realität umsetzen kann, was heutzutage auch teilweise gemacht wurde, sei es jetzt in der Software oder auch in der Hardware. Aber wie schaut eine Turing-Maschine aus? Welche Teile gibt es in dieser Turing-Maschine? Wie funktioniert sie genau? Sie haben ja eingeblendet nur ein Bild von einem Nachbau, aber wie funktioniert das Rechenmodell an sich? Was kann ich damit tun? Lassen Sie mich dazu kurz aufzeichnen, wie sie funktioniert. Sie haben ein Band. Dieses Band ist unendlich, kann nach links und rechts bewegt werden. Und auf dem Band haben wir Zellen. Und in diesen Zellen haben Sie entweder keinen oder die Werte 0 oder 1. Zusätzlich bei der Turing-Maschine haben Sie einen Schreib- und Lesekopf. Dieser Schreib- und Lesekopf kann einzelne Zahlen schreiben, lesen, er kann aber auch zum Beispiel die Zahlen löschen. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel diesen Schreib- und Lesekopf und dieser Schreib- und Lesekopf kann eben zum Beispiel diese 0 hier überschreiben mit einer 1 zum Beispiel. Er kann aber auch die Zahl so belassen, wie sie ist. Das Band selbst kann nach links und rechts bewegt werden um genau eine Zelle und die ganze Turing-Maschine kann einen gewissen Status besitzen. Im Grunde genommen definieren Sie einen Status oder mehrere Status für jede Eventualität. Jetzt ist es so, Sie haben, wie gesagt, dieses Band. Und Ihren Schreiblesekopf. Und jetzt können Sie definieren, zum Beispiel, in welchem Status Sie gerade sind. Wenn Sie zum Beispiel im Status 0 sind, dann können Sie jetzt natürlich das aktuelle Zeichen lesen. Das heißt, wenn dieses Zeichen hier, so wie in unserem Fall 0 ist, dann kann man zum Beispiel sagen, welches Zeichen gedruckt werden soll oder ob es belassen werden soll. Sie können hier zum Beispiel sagen, Sie würden jetzt aus dieser 0 gerne eine 1 machen. Und das nächste, was Sie machen müssen, ist, welche Aktion Sie mit dem Schreiblesekopf ausführen. Das bedeutet, soll er nach links, nach rechts gehen oder da bleiben, wo er ist. In unserem Fall sagen wir, wir wollen 1 nach rechts gehen. Das heißt, wir gehen nach rechts. Und das letzte, was wir bestimmen müssen, ist, welchen neuen Zustand jetzt unsere Maschine besitzt. Das heißt, welchen Zustand, zum Beispiel den Zustand 1. So, jetzt haben Sie sozusagen die erste Möglichkeit gehabt und natürlich muss man bei einer Turing-Maschine auf alle Eventualitäten eingehen, wenn man sie programmiert. Das bedeutet, Sie müssen jetzt zum Beispiel sagen, Sie sind im Status 0 und was ist, wenn jetzt am Band eine 1 ist? Was machen Sie dann? Sie sind im Status 0 und was ist, wenn in dem Band nichts steht? Ja, was machen Sie dann? Und diese Eventualitäten müssen Sie ausprogrammieren. Jetzt haben Sie grundsätzlich die Funktionsweise von der Turing-Maschine gesehen, aber wie funktioniert sie in der Realität? Das heißt, wie könnte man jetzt ein Problem lösen? Für uns werden wir jetzt ein bestimmtes Problem angehen, und zwar wir werden auf eine Binärzahl eine 1 addieren. Immer wenn Sie auf eine Binärzahl 1 addieren, schaut das wie folgt aus. Gehen wir davon aus, dass wir die Binärzahl 1, 1, 0, 1 haben und wenn wir 1 addieren, sind wir im Binärsystem, haben wir bei 1 und 1 1, 0, das heißt 0 an, 1 weiter. Und hier haben wir 1 und hier 1, das heißt, das ist das Ergebnis.
unserer Binärzahl. Bleiben wir bei unserem Beispiel im Binärsystem und bei der Zahl 1101 und schauen wir einmal, wie dieses Programm jetzt in der Turing-Maschine umgesetzt werden kann. Also, Sie haben wieder hier Ihr Wand und haben die einzelnen Zellen und irgendwo in diesem Band haben wir 1101. In diesem Band jetzt haben wir den Schreib- und Lesekopf an irgendeiner beliebigen Stelle. Das Erste, was wir machen wollen mit diesem Schreib- und Lesekopf, ist, dass wir ihn, wenn wir an einer beliebigen Stelle beginnen, auf die rechte Seite bringen und dann praktisch stoppen, wenn das Band keine Zahl mehr beinhaltet. Das bedeutet, wir wollen jetzt praktisch in unserem Status 0, wollen wir praktisch schauen, ob wir jetzt mit unserem Schreib- und Lesekopf auf einer Zahl sind oder nicht. Und wenn wir auf einer Zahl sind, dann soll diese Zahl wieder geschrieben werden, das heißt, es soll nichts verändert werden und wir wollen nach rechts gehen. Das bedeutet, im Status 0, wenn wir hier eine 1 haben, soll eine 1 geschrieben werden und wir gehen 1 nach rechts und sind dann nach wie vor im Status 0. Wenn wir jetzt beim nächsten Iteration hier sind, dann haben wir bei unserem Status 0 jetzt die Zahl 0. Es soll wieder eine 0 geschrieben werden und wieder 1 nach rechts gegangen werden und wir sind wieder im Status 0. Jetzt sind wir dann wieder hier. Jetzt greift praktisch jetzt diese Regel und sobald wir jetzt mit unserem Schreib- und Lesekopf auf einem leeren Feld sind, dann wird hier jetzt der nächste Status aktiv, nämlich der Status 0, wenn wir hier auf einem leeren Feld sind, dann wird natürlich nichts geschrieben, das heißt, es bleibt ein leeres Feld und wir gehen um 1 nach links und aber dann in den nächsten Status, nämlich in den Status 1. So, der Status 0 war jetzt nur dafür da, um den Schreiblesekopf nach rechts zu bringen und auf die erste Zahl. Wo wir uns jetzt befinden, ist der Status 1. Ich schreibe wieder das Band auf. Und wir befinden uns mit unserem Schreib- und Lesekopf genau hier. Wir sind jetzt im Status 1. Der Status 1 geht davon aus, dass wir einen Übertrag von 1 haben. Das heißt, wir zählen 1 hinzu. Was so viel heißt wie, wir haben wieder für unsere Eventualitäten 0, 1 und 0 entsprechende Zahlen einzufügen. Das bedeutet, wenn wir jetzt eine 1 hinzufügen, dann haben wir, wenn der Wert aktuell 0 wäre, eine 1. Wenn der Wert aktuell 1 wäre, würden wir 1,0 in Binär haben und wir müssten eine 0 hinschreiben. Und wenn wir keinen Wert dort hätten, hätten wir ja einen Übertrag, den wir anschreiben müssten und hätten eine 1. Jetzt ist es interessant, wo wir mit unserem Schreib- und Lesekopf bzw. mit unserem Status hin müssen. In jedem Fall müssen wir mit dem Schreib- und Lesekopf wieder nach links gehen zur nächsten Zahl. Die Frage ist, haben wir jetzt wieder einen Übertrag oder nicht? Wenn die Zahl vorher 0 war, haben wir keinen Übertrag. Das bedeutet, wir gehen in den Status 2. Wenn die Zahl zuerst 1 war, dann haben wir mit 1,0 jetzt einen Übertrag und bleiben in diesem Status 1. Wenn wir jetzt vorher keine Zahl oder gar nichts gehabt haben, haben wir jetzt einen Übertrag gehabt. Wir gehen nach links und sind praktisch mit unserer Berechnung fertig, weil die nächste Zahl oder das nächste Feld links leer ist. Das heißt, wir haben den Status Ende erreicht. Jetzt haben wir unsere Stati definiert und jetzt müssen wir das für unsere Zahl auch noch umsetzen. Das bedeutet, wenn Sie auf die Zeichnung schauen, befinden wir uns jetzt im Moment hier mit unserem Schreib- und Lesekopf im Status 1 auf der Zahl 1 und sind exakt hier. Wir haben hier 1 und müssen jetzt 0 schreiben und gehen mit unserem Schreib- und Lesekopf 1 nach links und sind nach wie vor im Status 1. Jetzt befinden wir uns hier und müssen praktisch statt der 0 1 schreiben, gehen 1 nach links und sind aber dann im Status 2.
Wir befinden uns jetzt im Status 2. Der Status 2 ist eigentlich ein Status, wo der Wagen, der Schreiblesekopf, nur an eine bestimmte Position gerückt wird. Es wird praktisch nichts geändert und es wird nur darauf geschaut, ob jetzt der Schreiblesekopf am Ende des Bandes ist und wird dann an eine bestimmte Position gesetzt. So, Sie haben jetzt gesehen, wie man ein einfaches Beispiel in der Turing-Maschine löst. Und in aller Munde sind die Begriffe wie Turing berechenbar oder Turing Vollständigkeit oder Turing Complete. Das hat sehr viel damit zu tun, mit der Umübersetzung von formalen Sprachen auf die Turing-Maschine. Das bedeutet, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendeine Funktion in der Turing-Maschine umsetzen können, ist sie Turing berechenbar. Wenn Sie jetzt eine formale Sprache in der Turing-Maschine umsetzen können, beziehungsweise deren Kontrollstrukturen in der Turing-Maschine berechnen können, haben Sie eine Turing-vollständige Sprache.